Alien Nation Trademark. Sony Computer Entertainment presents Housemarque. XDEV, External Development Studio Europe. The alien invasion first began so quietly we barely noticed. Early incidents were covered up by the world's governments. The Great War has been raging for decades, and mankind has all but lost. As alien forces close in on the last strongholds of humanity, the UNX world government has developed combat exoskeletons, granting their users superhuman abilities. Now, our time is running out, and we must prepare for our last stand. The future of mankind rests on the shoulders of mechanized infantry. UNX. Alien Nation. Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem neuen Let's Play, und zwar Alien Nation. Ja, wenn ihr euch wundert, warum hier schon dieses Missionsziel da ist, liegt daran, dass ich das Tutorial vorher schon gespielt habe, aufgenommen habe, Mission 1 gespielt habe, aufgenommen habe, aber aus irgendeinem Grund die Folge mit dem Tutorial irgendwie verschwunden ist. Vielleicht habe ich auch doch nicht auf Aufnahme gedrückt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Deswegen werde ich auf jeden Fall diese Tutorial-Folge jetzt nochmal machen und die dann vor die Folge mit der ersten Mission setzen. Also eigentlich zeitlich gesehen sind wir schon bei Folge 2, aber das hier wird jetzt Folge 1. UNX Trainingseinrichtung Hawaii. Willkommen in der Kampftrainingseinrichtung, Captain. Colonel Clark und sein Team haben die fortschrittlichen Waffen und Rüstungssysteme entwickelt, die wir heute testen werden. Wir sind beide an die Telemetrie und die Kameraübertragung ihres Anzüge angeschlossen. Wir können also sehen, was sie sehen, und leisten aus der Ferne taktische Unterstützung. Welcome to the Combat Training Facility, Captain. Ja. Ich bin ja natürlich schon Stufe 2, nicht mehr Stufe 1. Zack, und drüber öffnen. Los geht's. Dim. Oh nein. Ja, was ihr auf jeden Fall leider Gottes dadurch jetzt verpasst habt, ups, muss ich Nahkampf machen, ist die Klassenauswahl. Und zwar gibt es einmal den Saboteur, ist so ein Supporter, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall so ein Supporter in der Art. Der kann heilen. Und eine Giftwolke machen und Drohnen wegschicken. Dann gibt es nochmal einen Saboteur, das ist so eine Art Off-Tank, also der macht Damage und kann gut was aushalten, kann ein Schild machen, hat mega starke Feuerkraft. Zack. Und so weiter. Dann haben wir hier noch den, wo ich es gewählt habe, weiß ich auch gerade schon nicht mehr, wie der heißt, schon wieder vergessen. Bin mehr so der Damage-Dealer, habe Plasmaschwert, mit dem ich Nahkampfangriff gehen kann, kann mich tarnen und unsichtbar machen, was ich jetzt halt noch nicht kann. Und solche Geschichten, recht spannend. Ich hoffe mal, ich kriege nicht zu sehr auf die Schnauze. So, jetzt werden wir vom Helikopter abgeholt. Man kann sich in dem Spiel auch die Klassen aufrüsten, das heißt, man kann sich stärkere Waffen holen, wenn man Lootkisten räumt, Ausrüstungsgegenstände, man kann seine Fähigkeiten verbessern, seine ganz normalen Werte verbessern, die Feuerrate etc. kann aber seine Fähigkeiten, die man schon hat, sowas wie Tarnung oder Plasmaschwert, auch noch aufwerten im Levelsystem. Scheint ganz lustig zu sein, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Yay, schneller als in der ersten Folge, da waren es nämlich 3 Minuten irgendwas. Tada. Super gemacht haben wir das. Wunderbar gemacht. Zack.
Hier sind die ganzen Verbesserungen, die man halt machen kann. Wir haben jetzt schon zwei. Die Gegner, die man so im Spiel trifft, kann man sich hier nochmal angucken. Ja, das war's dann auch erstmal. Ich hoffe, diese erste Folge, Re-Folge, wie auch immer, Re-Upload, keine Ahnung. Whatever, nee, Re-Upload kann es ja nicht sein, weil ich habe ja noch nie eine erste Folge aufgenommen, also es ist ein komplett neuer Upload. Diese Zeitsprungfolge hier hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alienation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein!